Hallo Leute, willkommen hier auf diesem Kanal. Heute berichte ich über die Pixel Watch nach 24 Stunden. Das ist einfach nur ein Karton, der kann erstmal weg. Und willkommen hier zu der Uhr. Hier ist die Pixel Watch. So, hier ist die Pixel Watch. Wir haben gerade 11:08 Uhr. 11:08 Uhr nehme ich das Ganze gerade auf. Die Akkulaufzeit beträgt, ich bin um 9 Uhr aufgestanden. Die Uhr hatte 100%. 49%, Leute. Das ist ein Punkt, den ich gleich ansprechen werde, die Akkulaufzeit. Was gibt es als erstes zu sagen? Ich finde die Uhr, ich finde sie relativ klein, finde ich, also gegen mein Handgelenk hier. Ja, man hat aber zum Glück für größere Handgelenke so einen anderen, wie nennt man das? Ja, so ein anderes Band hier im Lieferumfang, was das dann nochmal ein bisschen leichter macht, die umzukriegen. Ja. Hier, Leute, auf diesem Button könnt ihr dann einfach in die Apps gehen. Hier könnt ihr dann in die Apps, zack, und könnt hier auch mit diesem Button halt hoch scrollen, runter scrollen, hoch scrollen, wieder runter. Könnt zum Beispiel hier nach Spotify, könnt zum Beispiel Spotify öffnen. Einen Moment hier. Und könnt dann eure Lieder quasi auswählen. So, hier nach links wischen, geht ihr wieder zurück. Und wieder nach links, wieder zurück. So, was kann die Uhr noch? Was habe ich noch rausgefunden? Ihr geht lange auf den Home-Bildschirm. Nach links könnt ihr dann, oder nach rechts halt, die Ziffernblätter könnt ihr wechseln, Leute. Ist auch okay. Machen wir mal hier, was wollen wir machen? Machen wir mal hier Dienstprogramm. Zack, 13.04. 11:09 Uhr haben wir schon, Leute. Was gibt es noch? Hier auf diesem Knopf, was über diesem Drehrad ist, kann man dann halt die letzten Apps, die man genutzt hat, auswählen. Zack, drückt man drauf. Zuletzt steht da Spotify, Einstellung, Messages, Taschenlampe, Timer, Telefon, Fitbit und so weiter. Ja, Leute. Was gibt es noch? Es gibt hier halt einen Timer, den könnt ihr einfach stellen. Zack, drauf klicken, läuft der Timer. Mache ich jetzt aber nicht. X. Und viele weitere Aktionen finde ich nach 24 Stunden eigentlich relativ cool, was die Uhr hier hat. Also ich finde, die hat viele Funktionen. Die ist sehr sicher. Man kann hier zum Beispiel, wenn man gleich lange drauf drückt, kann man zum Beispiel auch, wer Google Pay eingerichtet hat, kann man mit Google Pay zahlen. Müsste nur lange drauf drücken, soweit ich weiß. Ah nein, okay, perfekt. Ich glaube, andere Knopf war das. Nein, auch nicht. Zweimal klicken war das. Nein. Ja, doch, zweimal klicken. Leute, zweimal klicken hier drauf und ihr könnt Google Pay aktivieren. Also zweimal hier drauf. Ja, Leute, ich bin halt kein Technik-Reviewer, wie zum Beispiel Technik-Faultier oder whatever. Ich bin ein ganz normaler Gaming-YouTuber. Ich mache Gaming, ich mache Forza Horizon, ich mache sowas in der Art. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach nur so Sachen sagen, so. Bevor ihr euch die Uhr holt, so, ich bin wahrscheinlich genauso wie ihr. Ihr habt keinen Plan von einer Uhr. Ich habe mir jetzt eine Uhr geholt. Ich hatte die Möglichkeit zwischen der oder der Galaxy Watch 5, meine ich. Ich habe mich für die entschieden. Ich finde die jetzt relativ klein, aber ich mache die auch einmal um. Extra für euch Leute hier. So. Dann macht ihr die hier so easy um. Dann zieht ihr das bis ungefähr hier hin. So. Dann könnt ihr hier das, ich sag mal so, einhaken, Leute. Und dieses kommt dann hier unten rein. So, zack. Und schon sieht das relativ, ich sag mal, schick aus. So, könnt ihr drauf titschen und könnt immer die Uhr betrachten. Ja, Leute, was soll ich sagen? Hier ist nochmal die Uhr. Mein täglicher Begleiter für die Uhr ist die Google Pixel 7 Pro. Ja. Was kann ich zu der Uhr sagen? Also Negativpunkte würde ich sagen, oder würde ich nennen, die Akkulaufzeit, die relativ runtergeht. Okay, was nicht im Lieferumfang war, ist so ein Adapter für die Steckdose. Also müsst ihr auch nochmal extra kaufen. Weil sonst habt ihr echt ein Problem, die irgendwie zu laden. Also der Adapter braucht halt einen speziellen Anschluss halt für die Uhr, weil man die irgendwie nur so auf so ein Ding drauflegen kann. Und als drittes würde ich nennen, ja, dass sie halt so klein ist.
Sagen wir mal, dass hier so klein ist, würde ich als drittes nennen. Ja, Positivpunkte würde ich sagen, dass sie so, ich nenne es mal so handlich ist, dass man die so schnell koppeln kann, würde ich sagen. Also das ging jetzt recht fix mit der Google Pixel Watch App aus dem Play Store. Und ich würde sagen, die Farbe gefällt mir eigentlich sehr. Das ist jetzt hier dieses Grau, Silber mit halt diesem Schwarz. Ja, und es matcht ganz gut mit dem Pixel 7 Pro, würde ich sagen. Ja. Leute, ich hoffe, euch hat dieses 24-Stunden-Review gefallen. Ich bin jetzt nicht so der Profi, aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ja, Leute, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken, vielleicht nochmal ein Review. Mal gucken, vielleicht steigere ich mich hier drin. Vielleicht werde ich jetzt Reviewer hier, keine Ahnung. Mir gefällt es auf jeden Fall. Oder nochmal ein Gaming-Video kommt. Mal schauen. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, meine Freunde.